Wir fahren fort mit unserer Serie über das Leben und den Dienst des Propheten Elisa. Und ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen. Wir sind angelangt in 2. Könige, Kapitel 8. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum 2. Buch der Könige, Kapitel 8. Zweiter Könige, Kapitel 8. Wir lesen gemeinsam ab Vers 7. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und Elisa kam nach Damaskus. Ben-Hadad aber, der König von Aram, war krank. Und es wurde ihm berichtet, der Mann Gottes ist hierher gekommen. Da sagte der König zu Hazael, nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn und sage, werde ich von dieser Krankheit genesen? Und Hazael ging ihm entgegen und nahm ein Geschenk mit sich und allerlei Kostbares von Damaskus, eine Traglast für 40 Kamele. Und er kam und trat vor ihn hin und sagte, dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt sagen, werde ich von dieser Krankheit genesen? Elisa sagte zu ihm, geh hin, sage ihm, du wirst bestimmt genesen, aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er stirbt, ja, dass er stirbt. Dabei starrte er unbeweglich vor sich hin und war über die Maßen entsetzt, dann weinte der Mann Gottes. Da sagte Hazael, warum weint mein Herr? Er sagte, weil ich erkannt habe, was du den Söhnen Israel Böses antun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre jungen, wehrfähigen Männern mit dem Schwert erschlagen und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. Da sagte Hazael, was ist dein Knecht, der Hund, dass er eine so große Sache tun könnte? Elisa aber sagte, der Herr hat mich dich sehen lassen als König über Aram. Da ging er von Elisa weg und kam zu seinem Herrn. Der sagte zu ihm, was hat Elisa dir gesagt? Er sprach, er hat mir gesagt, du wirst bestimmt genesen. Und es geschah am folgenden Tag, da nahm er die Decke und tauchte sie ins Wasser und breitete sie über sein Gesicht, so dass er starb. Und Hazael wurde an seiner Stelle König. Amen. Lasst uns beten. O du großer, herrlicher Gott des Himmels und der Erde, wir rufen zu dir und wir flehen, dass du uns gnädig bist, dass du dein Angesicht freundlich über uns leuchten lässt, wenn wir jetzt dein Wort betrachten. Bitten wir dich, dass du uns selbst, dass du uns begegnest und dass du dich über uns erbarmst. Und das bitten wir um Jesu Willen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Bevor ich auf diesen Text in der Heiligen Schrift eingehen möchte, möchte ich kurz über einen anderen Abschnitt in der Bibel sprechen. Und zwar finden wir in Hiob Kapitel 33 eine ganz interessante Aussage. Elihu, ein Freund von Hiob, spricht davon, dass Gott sich mehrfach im Leben eines Menschen, sich diesem Menschen zeigt. Und zu diesem Menschen spricht. Wir lesen da in Hiob Kapitel 33 ab Vers 14. Hör mal. Auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Und man wird es nicht gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf über die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager. Dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnungen für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Das Buch Hiob wurde geschrieben, bevor überhaupt diese Geschichte von Hiob handelte in einer Zeit, wo die Heilige Schrift noch gar nicht existierte.
vor der Abfassung der 5 Bücher Mose. Und wie hat Gott zu dieser Zeit zu den Menschen gesprochen? Wie hat er sein Wort ihnen vermittelt? Wie hat er sie gewarnt? Wir lesen hier, er sprach vor allem zu ihnen durch Träume. In der Nacht begegnete er ihnen. Er warnte sie davor, diesen Weg des Todes weiterzugehen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sah das aus? Nun, ein anderer Freund von Hiob beschreibt das in Hiob Kapitel 4. Und er beschreibt es folgendermaßen. Er berichtete von einer Nacht, wo er sagte, er hörte plötzlich ein Flüstern. Und Schrecken und Zittern überkam ihn. Seine Gebeine erschauderten, ein Hauch fuhr ihn an sein Gesicht und ein leises Wehen, eine Stimme und seine Haare an seinem Leibe sträubten sich. Er sah eine Gestalt, aber er konnte dieses Aussehen nicht erkennen. Es war furchtgebietend. Und diese Stimme sprach zu ihm, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Er begegnete Gott, Furcht überkam ihn, er verstand, Gott ist heilig. Was bin ich für ein stolzer Mann? Tiefe Ehrfurcht überkam ihn, Gott richtete sein Wort an ihn. Gott warnt Menschen. Er spricht in ihr Leben hinein. Er sendet sein Wort, auf das du es hörst und gewarnt bist. Aber Gott redet noch auf eine andere Weise. Da heißt es in Vers 14, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Was ist die zweite Weise? Nun, wir lesen dann in Vers 19. Auch wird er, der Mensch, gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager und ununterbrochen währt der Streit in seinen Gebeinen und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Die andere Weise, wie Gott redet zu einem Menschen, ist, dass er Schmerzen sendet, dass er Krankheit sendet, dass du auf deinem Krankenbett liegst und gedemütigt wirst, nachdenken musst über den Herrn, nachdenken musst über dein Leben, über deine Wege. Dann heißt es hier, Vers 29, siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit einem Mann, um seine Seele von der Grube zurückzuholen, damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde, damit er Gott erkennt, damit er Buße tut. Nun, Gott sendet heute sein Wort zu dir. Er spricht zu dir. Er begegnet dir. Und was für eine Tragödie ist es, wenn Gott dir so nahe kommt und er spricht in dein Leben hinein, zweimal, dreimal, aber du gehst weiter diesen Weg des Todes, obwohl er dich so gewarnt hat. Wir hören hier in unserem Predigttext von Menschen, denen Gott ganz nahe gekommen ist, denen er sich mehrfach offenbart hat. Aber sie verließen nicht den Weg des Todes. Sie kehrten nicht um. Sie bekehrten sich nicht zu ihrem Gott. Und hier ist eine Warnung für einen jeden von euch. Den ersten Menschen, den wir uns anschauen wollen, ist Ben-Hadad, der König von Aram. Lest mit mir ab Vers 7 in 2. Könige, Kapitel 8. Und Elisa kam nach Damaskus. Ben-Hadad aber, der König von Aram, war krank. Und es wurde ihm berichtet, der Mann Gottes ist hierher gekommen. Der Mann Gottes ist hierher gekommen. Auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr. Elisa ist hier in Damaskus. Wo ist Elisa? Er befindet sich in der Hauptstadt der Feinde, der Aramäer, der Syrer. In ihrer Hauptstadt, im Regierungssitz, dort, wo Ben-Hadad lebt, überall hätten wir Elia erwartet, nur nicht hier. Der Mann Gottes ist hierher gekommen. Er kommt dem König so nah wie noch nie in seine Stadt. Erkennst du nicht die Gnade des Herrn? Siehst du nicht seine Geduld? Dies ist alles andere als selbstverständlich. Denn überleg einmal, was Ben-Hadad schon alles erlebt hat.
mehrere Male ist Gott ihm so begegnet, dass er hätte Gänsehaut kriegen müssen. Dass er versteht, ich habe es zu tun mit dem Allmächtigen, mit dem Lebendigen, mit dem einzig wahren Gott. Ich erinnere euch. Sein großer Kriegsherr, dieser Held, Naaman, war krank. Er war mit Aussatz befallen. Und sie hörten, dass es einen Propheten gibt in Israel. Und dass es einen Gott gibt, der hinter diesen Propheten steht, der vermag, Menschen zu heilen, die eine tödliche Krankheit haben. Der Herr ist über Leben und Tod. Ein Versuch ist es wert. Senden wir einen Brief an den König von Israel und Naaman wird gesandt. Und tatsächlich, ein gewaltiges, unbeschreibliches Wunder. Etwas Unmögliches. Etwas, was niemand in Aram, in Syrien je zustande bekommen hätte. Naaman steht doch tatsächlich eines Tages wieder vor der Tür des Königs und er ist geheilt. Er ist zurückgekehrt mit einer neuen Haut, wie die Haut eines Knaben. Und Naaman ist gläubig geworden. Er dient nun dem Herrn Israels her. Ihm ist Gott begegnet. Gott spricht zu dem König. Erkennst du nicht meine Macht? Erkennst du nicht, dass ich der wahre, lebendige Gott bin und dass all deine Götzen nichts ausrichten können? Ben-Hadad hat das Zeugnis von Gottes Gnade direkt vor seinen Augen. Ja, müsste nicht jetzt so ein kalter Schauer über seinen Rücken laufen? Müsste er nicht verstehen, dass dieser Gott real ist und dass er zu ihm spricht, dass er aufhören sollte, gegen Israel zu kämpfen? Nein. Ben-Hadad will Krieg gegen Israel. Er plante immer weitere Angriffe. Das Problem war nur, dass Gott dem Propheten Elisa alle seine geheimsten Pläne offenbarte, sogar die Strategien, die der König in seinem Schlafgemach weitergab. Und immer wieder vereitelte so Elisa diese Kriegsabsichten des Königs Ben-Hadad. Spätestens hier müsste er erschaudern. Ich habe es zu tun mit einem allmächtigen, allwissenden Gott. Ich bin hier in meinem Haus, in meinen vier Wänden. Und dieser Gott hört mich. Er sieht mich. Er vereitelt meine Pläne. Mit was für einem Gott habe ich es hier zu tun? Er ist allgegenwärtig. Er ist allwissend. Kehrt er nun um zu diesem Gott? Gibt er seine Pläne auf? Oh nein. Er sendet Truppen, um Elisa zu ergreifen. Diese Truppen werden kurzerhand blind. Sie können nicht mehr kämpfen. Sie werden wie Blinde geführt, mitten in den Palast des Königs, umzingelt von der Armee Israels. Aber es wird ihnen kein Haar gekrümmt. Stattdessen wird ihnen ein Festessen bereitet und sie werden wieder zurück zum König Ben-Hadad geschickt. Abermals hat Gott seine Souveränität, seine Größe, seine Macht bewiesen. Unfassbare Gnade. Ihnen wurde nichts getan. Sie wurden mit einem Festessen gespeist nach Hause gesandt. Hat der König von Aram nicht jetzt genug? Versteht er nicht, mit wem er es zu tun hat? Nein. Wir haben gelesen, er sandte seine Truppen nach Samaria, die Hauptstadt Israel, zu umzingeln, sie auszuhungern. Er wollte Israel vernichten. Doch es kam gar nicht zum Kampf, denn Gott sandte einen furchtbaren Lärm, so dass die Soldaten der Aramäer flohen, voller Panik das Land verließen, alle stehen und liegen ließen. Wiederum schenkte der Herr Gnade. Niemand wurde getötet. Es wurde ihnen nicht ein Haar gekrümmt. So viel Freundlichkeit, so viel Gnade, so viel Güte, so viel Geduld, so viel Langmut. Immer wieder hat er Ben-Hadad zurückgehalten. Immer wieder hat er sich ihm offenbart. Aber wisst ihr was? Manche Menschen erleben so viel Gnade, so viel Freundlichkeit. Gott offenbart sich ihnen so oft. Sie haben so viel erlebt, aber sie bekehren sich nicht. Sie bleiben stolz. Und was war der Ben-Hadad stolz? Ja, er heißt ja Ben-Hadad, das heißt so viel wie der Sohn dieses gewaltigen Donnergottes, des Hauptgottes von Damaskus, der Brüllende, der Donnerer. Man möchte meinen,
Er hat genug gesehen. Aber nein. Aber schaut, der Herr spricht ja nicht nur auf eine Weise, sondern auch auf eine zweite. Und das sehen wir hier. Schau, wie dieser mächtige Mann, wie er da niederliegt und nichts mehr tun kann. Vers 7. Und Elisa kam nach Damaskus, Ben-Hadad aber, der König von Aram, war krank. Krank. Der Sohn des starken Donnergötzens, er liegt da, kraftlos und machtlos und hilflos in seinem Bett. All sein Reichtum, all seine Macht, all sein Einfluss, null und nichtig in dieser Stunde. Erkennst du, dass auch das Gnade ist, dass der Herr hier den Stolz dieses Mannes zerbricht? Er gewährt ihm Zeit zum Nachdenken. Denn solche Zeiten der Krankheit können sehr, sehr heilsam sein für die Seele. Man hätte es nie und nimmer erwartet, aber plötzlich wird dem König berichtet, dass der Mann Gottes in seiner Stadt ist. Der Herr, den er so sehr bekämpft hat, der kommt ihm noch einmal so nahe, die letzte Chance sozusagen auf seinem Krankenbett, und die will er jetzt nutzen. Und schaut mal, wie Ben-Hadad hier so ganz anders auftritt. So demütig, wie er sich dann den Sohn von Elisa nennt und wie er Elisa quasi durch Hazael seinen Herrn nennen lässt. Plötzlich ist dieser Mann gedemütigt. Ein gutes Zeichen, würden wir sagen. Aber womit beauftragt er jetzt seinen Diener Hazael? Vers 8. Da sagte der König zu Hazael, nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn und sage, werde ich von dieser Krankheit genesen? Wir sehen hier so einiges, was Ben-Hadad verstand. Er verstand, dass er durch Elisa den Herrn befragen kann, dass der Herr lebt und dass der Herr spricht. Und jetzt ist die Gelegenheit, er kann zu diesem Gott, zu diesem Herrn sprechen. Und was ist seine Frage? Werde ich von dieser Krankheit genesen? Er glaubt also, dieser Gott kennt die Zukunft. Und er sagt auch noch seinem Diener, er soll ein Geschenk mitnehmen. Also wahrscheinlich wird das Beste von Damaskus, all die Kostbarkeiten zusammengesammelt, jede Menge, all die feinsten Stoffe und Gewürze und Speisen und andere Kostbarkeiten, die wertvollsten Waren, 40 Kamele werden beladen. Warum wohl? Weil Ben-Hadad sich wohl eine positive Antwort wünscht und erhofft. Das heißt, er glaubt, dieser Gott hat vielleicht sogar auch sein Schicksal in der Hand. Er kann es sogar zum Guten wenden, dass dieser Mann wieder gesund wird. Er hat es ja an Naaman gesehen, dass er Kranke gesund machen kann. Er hat sehr viel Wissen über Gott angesammelt in dieser Zeit. Aber die Frage, die er stellt, zeigt, dass er überhaupt keine Ahnung von diesem Gott hat. Das Einzige, was ihm hier interessiert, ist, ob er wieder gesund wird. Nun, Ben-Hadad, wie wäre es, nach all deinem Streiten gegen Gott, dass du Elisa rufst und deine Sünden bekennst, dass du bekennst, dass du falsch gelegen hast, dass du dich versündigt hast. Wie wäre es, wenn du niederfällst auf dein Angesicht und den Herrn fragst, ob er dir verzeihen kann, ob du umkehren kannst von deinem Wegen und ob du Gnade finden kannst? Nein, er will die Zukunft wissen. Er will wissen, ob er wieder gesund wird. Und das ist typisch Mensch. Menschen machen sich verrückt darüber, wie ihre Zukunft aussieht. Ja, es heißt in Prediger Kapitel 8, das Unglück des Menschen lastet schwer auf ihm, denn er weiß nicht, was werden wird. Er kennt seine Zukunft nicht. Denn wer sollte es ihm mitteilen, was werden wird? Kein Mensch hat Gewalt über den Wind zurückzuhalten, und so hat niemand Gewalt über den Tag des Todes. Und es macht uns Menschen verrückt. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und so gehen sie zum Wahrsager, zum Handlesen, zum Kartenlesen, zum Kaffeesatzlesen. Sie lesen sich ihr Horoskop durch. Sie deuten die Sterne. Der Mensch will wissen, wie die Zukunft ausgeht. Und genauso behandelt Ben-Hadad
hier Gott. Er behandelt ihn wie ein Orakel. Er will Informationen haben. Er will wissen, wie es weitergeht mit ihm. Aber er unterwirft sich nicht diesem Gott. Er bekehrt sich nicht. Nein, das tut Ben-Hadad nicht. Gott ist Ben-Hadad so nahe gekommen. Er hat ihm so viel gezeigt, so viele Begegnungen. Und selbst als er hilflos, krank im Bett liegt, versucht er Gott noch mit irgendwelchen Geschenken zu beeindrucken und sendet irgendwelche Reichtümer, so als könnte man bei Gott irgendwie eine Dienstleistung erkaufen, um seine Zukunft zu erfahren. Hätte er doch nur über seine Vergangenheit nachgedacht. Hätte er doch nur von Herzen Buße getan und aufgehört, gegen den Herrn zu kämpfen. Er hätte sprechen wie Naaman einst, der Hauptmann des Militärs, der Gott erkannte und sagte: Siehe, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf Erden gibt als nur den in Israel. Ich werde nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. Und dann sagte er sogar: Aber in dieser Sache wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Das heißt, er weiß, wer Gott ist, er bittet ihn um Vergebung, aber nein, Ben-Hadad nicht. So nah und doch so fern. Es ist nicht traurig, wenn Gott zu Menschen spricht in ihr Leben hinein und er ihnen so nah ist. Sie das Wort hören, sie Gott begegnen und sie dennoch nicht gläubig werden, sich dennoch nicht bekehren zu diesem Gott. Jesus Christus sprach einmal darüber, was passieren wird am jüngsten Gericht, wenn er die Menschen richten wird. Und er wird zu vielen sagen müssen: Ich kenne euch nicht, geht weg von mir. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 13, was einige Menschen sagen werden. Da heißt es: Dann werdet ihr anfangen und sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken. Und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen: Ich sage euch, ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Menschen werden auftreten, die sagen: Wir waren doch in deiner Nähe. Wir haben doch gehört, wie du lehrst. Wir haben mit dir gegessen. Wir haben vor dir gelebt. Du warst in unserer Straße. Ja, so nah. Und doch so unendlich fern. Es ist eine Warnung an dich. Eine Warnung, dass der Herr deutlich zu dir spricht und dir Warnungen gibt. Verpasse den Herrn nicht, wenn er zu dir spricht und dir begegnet. Und darum heißt es in Jesaja Kapitel 55: Sucht den Herrn, während er sich finden lässt, ruft ihn an, während er noch nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er bekehre sich zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Suche den Herrn, solange er nahe ist. Aber wir hören hier nicht nur von Ben-Hadad, der dem Herrn so verpasst. Wir hören auch noch von jemand anderem, der auf fatale Weise Gott begegnet und sich doch nicht bekehrt. Das ist der zweite Mann, den wir uns ansehen wollen, Hazael. Hazael, der zukünftige König von Aram. Lest nochmal mit mir im Vers 7. Da heißt es: Und Elisa kam nach Damaskus. Ja, warum kommt dieser Prophet Elisa nach Damaskus? An einem Ort, wo wir ihn niemals erwarten würden. Nun, vielleicht erinnern sich noch die ein oder anderen daran, dass der Herr einst Elia, dem Propheten, auf dem Berg Horeb begegnete. Und er gab ihm dort einen dreifachen Auftrag. Ein Auftrag lautete: Du sollst Elisa salben zu deinem Nachfolger. Ein anderer Auftrag lautete: Du sollst Jehu zum König salben über Juda. Und dann? Du sollst Hazael salben zum König von Syrien, von Aram. Und dann heißt es: Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt,
den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den wird Elisa töten. Elia sollte diese drei Aufträge erfüllen. Er wurde aber zum Himmel aufgenommen. Der Mantel von ihm fiel zu Boden. So wurde Elisa sein Nachfolger. Und er musste die anderen beiden Aufträge nun erfüllen. Und darum ist Elisa nun in Damaskus. Jahwe, der Herr, hatte schon vorausgesagt, dass Hazael zum König werden sollte und dass er das Schwert bringen sollte über Israel. Gott hatte bisher unter Ben-Hadad all die Versuche vereitelt, Israel zu besiegen. Er hat Ben-Hadad immer zurückgehalten, immer wenn er Krieg ausführen wollte, hat Gott Ben-Hadad zurückgehalten in seiner Gnade, um Israel noch Raum zur Buße zu geben. Diese Zeit ist nun vorbei. Jetzt kommt Hazael und er wird das Schwert bringen über Israel. Die Zeit der Gnade, des Wartens, wo er einen Raum zur Buße gibt, ist nun vorbei. Und nun siehst du, wie Elisa in Damaskus ist und wie Gott alles fügt. Hazael soll nun zum König über Aram eingesetzt werden. Aber wie sollst du das tun? Du kannst nicht einfach nach Damaskus gehen, zum König gehen und einfach sagen, ich bin gekommen, einen anderen Mann als König einzusetzen. Der König lebt ja noch. Das ist ein Komplott, das ist ein Putsch, das ist ein Staatsstreich. Wie also nun sollte Elisa die Möglichkeit haben, diesen Hazael zum König einzusetzen? Nun, Gott sorgt dafür. Er selbst sendet Hazael zu Elisa. Vers 8. Da sagte der König zu Hazael, nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn und sage, werde ich von dieser Krankheit genesen? Also Hazael wird vom König selbst gesandt. Gott hat hier alles gefügt und geführt. Der König von Aram sorgt selbst dafür, dass sein Nachfolger hier eingesetzt wird. Ja, es ist wahr, was in Sprüche 21 steht. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin er immer will, neigt es. Hazael wird also gesandt. Vers 9. Und Hazael ging ihm entgegen und nahm ein Geschenk mit sich und allerlei Kostbares von Damaskus, eine Traglast für 40 Kamele. Und er kam und trat vor ihn und sagte, dein Sohn Ben-Hadad, hier siehst du diese Demut, der König von Aram hat mich zu dir gesandt und lässt sagen, werde ich von dieser Krankheit genesen? Wird er von dieser Krankheit genesen? Was sagt Elisa? Elisa sagt zu ihm, geh hin, sage ihm, du wirst bestimmt genesen. Aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er stirbt, ja, dass er stirbt. Was hat das zu bedeuten? Nun, Elisa sagt dem Hazael, diese Krankheit, die Ben-Hadad hat, ist keine Krankheit zum Tod. Von dieser Krankheit wird er bestimmt genesen. Mit anderen Worten, deine Krankheit wird dich nicht töten. Die überlebt man. Aber ich habe gesehen, dass du doch ganz sicher sterben wirst. Nicht durch die Krankheit. Von dieser Krankheit wird man genesen. Aber ich sah, dass du dennoch sterben wirst. Ja, mit Sicherheit, dass du sterben wirst. Hier ist nun der Moment gekommen, wo Hazael Gänsehaut bekommen müsste. Hier erlebt er die Allwissenheit Gottes. Dieser Gott weiß alles, was überall zu jeder Zeit passiert. Ausnahmslos in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und du musst verstehen, das sehen wir hier, Gott weiß nicht nur, was sein wird, er weiß auch, was sein könnte. Was meine ich damit? Nun, Gott der Herr kennt die unendlichen Möglichkeiten, all die Ausgänge, die es geben könnte. All die unzähligen verschiedenen Szenarien und Variablen. Er hat es alles durchdacht und er hat sich für eine Realität entschieden, für einen Ratschluss. Wir sehen das immer mehr oder an vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel sagt Jesus an einer Stelle in Matthäus Kapitel 11 zu Kapernaum, eine Stadt, die ungläubig war, meinst du, du werdest etwa zum Himmel erhöht werden? Nein, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Siehst du, Christus weiß, was geschehen wäre, wenn die Wunder in Sodom geschehen wären, die in Kapernaum geschehen sind. Er weiß, was geschehen könnte,
Und er hat sich für eine Realität, für einen Weg, für einen Ratschluss entschieden. Aber er hat all die Variablen in seinem Wissen. Er kennt die unzähligen Möglichkeiten, die unzähligen Ausgänge, die die Geschichte nehmen könnte. Ja, es ist wahr, was in Psalm 147 steht. Groß ist der Herr und reich an Macht. Seine Einsicht ist ohne Maß. Man könnte auch übersetzen, seine Einsicht ist ohne Zahl. Er besitzt vollkommenes Wissen über alle Dinge, zu allen Zeiten, an allen Orten. Es ist ihm nichts verborgen. Er hat Einsicht ohne Maß. Sein Ratschluss geschieht. Es heißt in Jesaja Kapitel 46, Gedenket des Früheren, von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Mit diesem gewaltigen, furchtgebietenden, allwissenden, allgegenwärtigen, allmächtigen Gott hat Hazael es zu tun. Aber weißt du, es ist eine Sache, wenn man erfährt, dass Gott die Zukunft weiß über jemand anderen. Es ist eine ganz andere Sache, wenn dieser Gott dich selbst durchleuchtet. Wenn dieser Gott dir selbst begegnet und er Dinge in dir hervorbringt. Er dir Dinge zeigt, die in dir schlummern, von denen du nie geahnt hast, dass sie in dir sind. Wenn er dich ahnen lässt, wie deine Zukunft aussieht, das muss Hazael jetzt an seinem eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, von Gott durchleuchtet zu werden. Vers 10. Elisa sagte zu ihm, geh hin. Sage ihm, du wirst bestimmt genesen, aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er stirbt, ja, dass er stirbt. Vers 11, dabei starrte er unbeweglich vor sich hin und war über die Maßen entsetzt und dann weinte der Mann Gottes. Elisa sieht also, dass Ben-Hadad, der König, stirbt und natürlich sieht er auch, wer ihn ermordet, nämlich Hazael. Aber noch mehr, Elisa ist jetzt zutiefst entsetzt, er ist wie gelähmt, er sieht unfassbare Gräueltaten, die der Herr ihm zeigt, Dinge, die kein Mensch sehen noch hören will. Elisa beginnt zu weinen, denn der Herr offenbart ihm die Zukunft. Vers 12, da sagte Hazael, warum weint mein Herr? Er sagte, weil ich erkannt habe, was du den Söhnen Israel Böses antun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre jungen, wehrfähigen Männer mit dem Schwert erschlagen und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. Nichts, was man sich nur im entferntesten Sinne vorstellen möchte. Elisa empfängt diese Vision. Er sieht die Zukunft, er hört die Schreie, er sieht das Blutbad, er hört, wie die Truppen Arams angeritten kommen. Er sieht all das, eine finstere, dunkle Vision vor seinen Augen. Er sieht, dass das Gericht Gottes über das Volk Israels, die sich nicht bekehren wollten. Elisa weint. Er weint, wie der Herr Jesus selbst, als er vor Jerusalem steht. Ich habe diese Worte erst vor kurzem gelesen, in Lukas Kapitel 19. Da heißt es, und als der Herr Jesus sich der Stadt näherte und sie sah, da weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Merkst du, wie ähnlich die Formulierung ist? Der Herr bringt die gerechte Strafe über Israel, weil sie sich nicht bekehrt haben. Aber weißt du was? Der Herr hat keine Freude daran. Es ist etwas, was ihn betrübt. Wir lesen das in Hesekiel Kapitel 18. Da heißt es, sollte ich wirklich gefallen haben an dem Tod der Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. Herr, so kehrt um zu mir und lebt. Hazael, er wird
überführt und er wird förmlich durchbohrt von diesem starren Blick des Propheten, denn vor ihm ist Hasael wie ein aufgeschlagenes Buch und man könnte Vers 11 auch so übersetzen, wie die Schlachter es tut. Und Elisa richtete sein Angesicht auf ihn, auf Hasael, und starrte ihn unverwandt an. Also ohne seinen Blick abzuweichen, starrte er ihn an, bis Hasael sich schämte und der Mann Gottes weinte. Hasael ahnt vermutlich, dass Elisa in ihm all diese Bosheit sieht, die in ihm schlummert. Und jetzt schau mal, ist Hasael etwas schockiert? Sagt er hier, nein, sowas sei ferne von mir, sowas werde ich nie tun. Nein, er sagt, ich habe doch gar nicht die Macht, so etwas Großes zu tun. Vers 13, da sagte Hasael, was ist dein Knecht, der Hund, dass er so eine große Sache tun könnte? Mit anderen Worten, das ist eine Sache, die ist für meinen Dienstgrad viel zu groß, etwas viel zu Großes, Mächtiges, etwas viel zu Gewaltiges, um das zu tun, was die Aramäer sich schon seit Jahrzehnten wünschten, wie sie immer und immer wieder gedemütigt wurden. Sie wünschten sich, diese Dinge zu tun, die Elisa hier voraussagt. Wie soll er es anstellen? Schaut ihr, er ist nicht schockiert. Er ist vielmehr geschmeichelt. Was ich? Wie sollte ich so etwas Großes tun? Es ist etwas Großes in seinen Augen. Es ist nicht etwas Schreckliches. Er sagt nicht, wehe mir, das sei ferne von mir. Er reibt sich regelrecht die Hände und sagt, diese Macht habe ich doch gar nicht. Natürlich wünscht er sich, diese Worte nun aus dem Mund des Propheten Elisa zu hören. Und er hört sie. Vers 13. Elisa aber sagte, der Herr hat mich dich sehen lassen als König über Aram. Du wirst diese Macht haben. Du wirst all das tun. Überleg dir das. Hasael wird so durchbohrt von dem Blick. Von dem Blick Gottes. Es wird ihm alles offenbart. Diese Bosheit, dieses Böse, diese Gräueltaten, die er tun will. Es wird ihm alles offenbart. Und was tut er jetzt? Was tut er jetzt? Vers 14. Da ging er von Elisa weg und kam zu seinem Herrn. Der sagte zu ihm, was hat Elisa dir gesagt? Er sprach, er hat mir gesagt, du wirst bestimmt genesen. Er gibt nur die eine Hälfte der Botschaft weiter. Und es geschah am folgenden Tag, da nahm er die Decke und tauchte sie ins Wasser und breitete sie über sein Gesicht, so dass er starb. Mit anderen Worten, er ermordete ihn, er erstickte ihn. Und Hasael wurde an seiner Stelle König. Er bringt ihn kaltblütig um. In einer alten Stele, die gefunden wurde, gibt es eine Inschrift aus dieser Zeit, wo es dann heißt, Hasael, ein Sohn eines Niemands, wurde anstelle von Ben-Hadad König, was auch in dieser Stele darauf hinweist, dass es hier um einen Staatsstreich geht, jemand, der unrechtmäßig die Königsherrschaft an sich gerissen hat. Hasael. Sein Name bedeutet übersetzt, Gott sieht. Gott sieht. Gott hat ihn gesehen. Er wurde durchleuchtet. Gott hat all das Böse aufgedeckt. Und er erschrickt nicht. Er zittert nicht. Er ist nicht überrascht. Er geht einfach diesen Weg der Sünde. Kaltblütig. Er geht ihn, obwohl ihm alles im Voraus offenbart wurde. Hätte er doch sein Elend fühlen müssen, hätte er doch wie Elisa weinen müssen, wie es heißt in Jakobus Kapitel 4, naht euch Gott und er wird sich euch nahen, säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen, fühlt euer Elend und trauert und weint und euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Nein, nichts dergleichen, keine Reue, keine Einsicht, der Herr ist hier, er durchleuchtet ihn, er sieht ihn, es ist Hasael, Gott hat gesehen, er überführt ihn von all seiner Schuld. Aber er geht heim und er tut alles, was er in seinem bösen Herz sich vorgenommen hat zu tun und er tötet seinen König.
Nun, du bist nicht Hasael. Du hast vermutlich nicht vor, morgen jemanden umzubringen. Aber du bist auch ein Hasael, in der Hinsicht, dass Gott dich sieht. Er sieht dich. Er weiß, was in dir wohnt. Er weiß von allen bösen Taten, die du dir noch vorgenommen hast zu tun. Manches tust du nicht, weil du gerade gar nicht die Gelegenheit dazu hast, so wie Hasael sie nicht hatte. Es mag sein, da Tage kommen, wo du in der Lage bist, Dinge zu tun, von denen du jetzt sagen würdest, niemals. Der Herr durchleuchtet dich. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wenn auch Gott dir vielleicht, wenn du die Predigt hörst oder zu Hause in der Heiligen Schrift liest, wenn der Herr dich überführt von Sünden, gehst du dann einfach wie Hasael und tust so, als ob nichts gewesen wäre und lebst in den gleichen bösen Sünden, die Gott dir vor deine Augen gestellt hat, sie dir gezeigt hat, und du gehst einfach nach Hause und tust so, als sei nichts geschehen? Und ist es nicht so, dass der Heilige Geist dir die Dinge zeigt in deinem Leben, von dem du ganz genau weißt, dass sie Sünde sind? Er durchleuchtet dich, Hasael, er sieht dich. Und du gehst nach Hause und tust so, als ob nichts gewesen ist? Welch eine Tragödie, wenn der Herr zweimal, dreimal spricht zum Menschen und sie eigentlich Gänsehaut haben müssten, weil sie merken, Gott ist ihnen begegnet, aber sie kehren nicht um. Welch eine Tragödie. Der Herr ist Ben-Hadad begegnet, er ist Hasael begegnet, er ist dem Volk Israel begegnet, aber sie sind nicht umgekehrt von ihren Wegen. Wenn ich das lese, wenn du das liest so und du nur ein Fünkchen von Mitleid hast, dann wird dich das dazu bewegen, das Gleiche zu tun wie Elisa. Du wirst weinen, wenn du an all jene denkst, die immer und immer wieder von Gott hören, den Gott immer und immer wieder begegnet ist, und sie gehen dennoch den Weg des Todes. Weinst du wie Elisa? Trauerst du über das, was du siehst? Kannst du sagen, wie es heißt in Psalm 119, Wasserbäche fließen herab von meinen Augen, weil dein Gesetz nicht gehalten wird? Aber gleichzeitig, ihr Lieben, und damit lasst mich schließen, macht dich dieser Text, den wir hier lesen, nicht unaussprechlich dankbar? Elisa wird auch einige Zeit später krank und er stirbt. Er stirbt an einer Krankheit. Elisa, der Prophet. Er muss nicht fragen, ob er genesen wird. Er macht sich keine Sorgen um seine Zukunft, denn er kennt Gott. Gott ist ihm nicht nur begegnet von Hören und Sagen und ein paar Mal Gänsehaut gehabt, sondern er kennt Gott. Er hat sich von ganzem Herzen diesem Gott zugewandt. Er lebt mit ihm. Und was auch immer kommen mag, er ruht in diesem Gott. Und wenn Gott dir deine Schuld zeigt, dann musst du nicht verzweifeln oder einfach so tun, als sei nichts gewesen, sondern nein, du weißt, du hast einen lebendigen Erlöser, einen Retter, jemanden, der dir vergibt und der dir Hoffnung und ewiges Leben schenkt, wenn du dich zu ihm wendest, Jesus Christus, der Gekreuzigte. In Hiob Kapitel 33, im Kapitel, von dem wir eingangs gelesen haben, da ist dann die Rede von einem Mittler. Wenn Gott dir auf deinem Krankenbett oder durch eine Warnung in der Nacht deine Sünden zeigt und dich warnt, diesen Weg der Gottlosigkeit weiterzugeben, da ist doch tatsächlich in Hiob Kapitel 33 die Rede von einem Mittler und von einem Lösegeld, das gefunden wurde. Und dass Gott sich erbarmt über die, die doch zu ihm flehen. Er wird zu Gott flehen und er wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel.
Er wird vor den Menschen singen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube. Und mein Leben darf das Licht sehen. Möge der Herr dir diese Gnade schenken. Möge er dir Gnade schenken, dich von Herzen heute zu bekehren. Denn heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Und all jene von uns, die diesen Gott kennen, lasst uns froh sein, fröhlich sein von ganzem Herzen. Denn wir haben diesen Gott und damit Frieden und Gnade und Ruhe im Herzen. Dank Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Gepriesen sei sein hochheiliger Name. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Herr, das war kein leichtes Wort. Es ist ein schreckliches Wort. Es ist schrecklich zu sehen, wie böse die Menschen sein können. Und das aus ihrem Herzen, wie sie sich eigentlich wünschen, böse Dinge zu tun und nur oft nicht die Macht und die Gelegenheit dazu haben. Und sobald du deine Hand wegnimmst, die sie zurückhält, da wird dann offenbar, was schon lange in ihrem Herzen war. Herr, und wir wissen, dass Hazael keine Ausnahme ist. Vielleicht ist nicht jeder Mensch wirklich so böse wie er und würde solche Dinge tun, aber wir wissen, Herr, dass du sagst über alle Menschen, dass alles Trachten unseres Herzens nur böse ist, den ganzen Tag. Und wie oft haben wir das gesehen in der Geschichte der Menschheit, dass wenn du deine Hand wegnimmst, wenn du die Menschen böse sein lässt, tun lässt, was sie eigentlich wollen, welche Gräueltaten dann dabei herauskommen. Aber wir preisen dich, dass du zu jedem Menschen sprichst in seinem Leben, dass du zu ihm sprichst durch Krankheit, wenn er nachsinnen muss über sich und sein Leben und seinen Tod. Dass du zu ihm sprichst, indem ihm dein Wort gebracht wird. Ach Herr, lass doch niemanden heute bei uns sein, der jetzt dein Wort gehört hat. Und durch den, zu dem du vielleicht schon in der Vergangenheit gesprochen hast, durch dein Wort, durch Krankheit, durch welche Dinge auch immer. Und der sich doch verhärtet. Und der, wenn seine Bosheit aufgedeckt wird, wenn er erkennt, dass du ihn siehst, dass du sein Herz kennst, all seine Gedanken, alles Sinn seines Herzens, all seine Worte, all seine Taten, wenn er sieht, Herr, dass du weißt um ihn und um sein böses, sündiges Herz, dann lass ihn doch nicht einfach so weggehen wie Hazael. Und auch noch tun, noch sich dazu ermutigt fühlen zu tun, was er eigentlich schon immer tun wollte. Sondern sorge dafür, dass er sich bekehrt, dass er sich demütigt, dass er die rechten Fragen stellt, nicht wie es mit ihm so weitergehen wird in seinem Leben, ob er leben oder sterben wird, sondern dass er fragt nach dir, dass er fragt nach dem, was nach diesem Leben kommt. Denn wir alle müssen sterben. Und wenn wir eine Krankheit überleben, irgendwann sterben wir doch. Und so sorge doch dafür, Herr, dass wir uns wirklich damit beschäftigen, was nachher kommt. Dass wir uns mit dir beschäftigen. Und wie es wohl sein wird, wenn wir vor dir stehen nach diesem Leben. Wie du wohl richten wirst über unser Leben, der du ja alles siehst.
Und so bekehre Menschen, Herr, auch heute in unserer Mitte, dass sie keine Angst mehr haben müssen, was wohl geschieht, sondern dass sie wissen, sie sind gerettet. Und dass sie keine Angst haben müssen vor dem Tod und dem, was kommt. Herr, wenn vielleicht welche bei uns sind, die so verroht sind, dass sie nicht mal mehr Angst haben vor dem Tod und vor dem, was danach kommt, dann schenke du ihnen diese Angst, Herr. Dass sie sich bewusst machen, dass sie tatsächlich sterben werden. Und dass sie vor dem furchtbaren Gott stehen werden, vor dem die ganze Erde flieht und keinen Platz findet, wo sie sich vor ihm verstecken könnte und seinem Zorn. Herr, lass doch niemanden hier sein, der dein Wort gehört hat und dennoch töricht bleibt und ohne Angst ist und die falschen Fragen stellt. Und all die von uns, die du errettet hast, wir preisen dich, Herr, für deine Gnade. Denn auch wir sind böse Menschen und aus unserem Herzen kommen all die bösen Dinge. Aber Gott sei Dank, du hast uns Gnade geschenkt, du hast uns geliebt und erwählt vor Grundlegung der Welt und all unsere Sünden hast du uns vergeben und du hast uns ein neues Herz geschenkt und nun arbeitest du an uns, damit wir nicht mehr das Böse wollen und tun, sondern das Gute. Sei gepriesen, Herr Jesus Christus, für dein Opfer, das uns erlöst. Das uns rettet von all unseren bösen Sünden und das uns Sicherheit schenkt und ewiges Leben. Herr, mehre uns die Freude darüber, dass wir nicht fragen müssen, was wird wohl aus uns werden, sondern dass wir wissen, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Und dann lass uns auch so leben, Herr. Lass uns leben als wahre Christen, als die Erlösten, die ein neues Herz haben und Gutes wollen und Gutes tun und dir dafür jederzeit Dank und Ehre geben, denn dir gebühren sie. Gepriesen seist du in Jesu Namen, unseres Herrn und Heilandes. Amen.